In diesem Video, da werde ich Ihnen erzählen, wie es mir in Schweden geht und welche eine Sache mich dann doch geschockt hat. Denn das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, zumal es auf den ersten Blick überhaupt nicht zu den Schweden passt. Ich werde Ihnen verraten, was es damit auf sich hat und warum ich meine Zeit in Schweden dennoch sehr, sehr genieße. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Das Buch, das steht im Moment auf Rang 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Danke dafür, dass Sie es nutzen und kaufen. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge. Dort bekommen Sie jeden Tag praktische Tipps und Sie können Ihrem Leben eine noch positivere Richtung geben. Den Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Dieses Frühjahr, da habe ich ein Haus in Schweden erstanden. Es war ein tiefer Traum von mir, ein lange gehegter Traum von mir, denn ich hatte vorher viele Reisen nach Schweden unternommen und letztes Jahr dort eine Auszeit von 6 Monaten verbracht. Nun haben mich viele Videozuschauer und auch Mailschreiber gebeten, dass ich doch mal ein wenig von meinem Leben dort in Schweden erzähle. Was ist besser als in Deutschland? In welchen Momenten lacht mein Herz so richtig? Wann glänzen meine Augen? Aber ich will auch ehrlich zu Ihnen sein und von einer Sache erzählen, die meine Augen fast zum Weinen gebracht hätte. Auch in Schweden ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber nun der Reihe nach. Ich fange mit den positiven Aspekten an, mit 5 Dingen, die ich sehr an Schweden schätze. An erster Stelle, da steht die Schönheit der Natur. Ich finde es großartig, dass Schweden vor allem aus Wäldern besteht, aus zauberhaften Seen und der gewaltigen Ostsee. Ich kann stundenlang durch Wälder laufen, ohne dass ich einem einzigen Menschen begegne. Kein Asphalt, keine Bauwerke, keine Landwirtschaft, einfach nur Wälder, nur Seen, nur Ostsee. Keine Autobahn brandet in meinen Ohren, keine Martinshörner heulen auf, ja nicht einmal Flugzeuge donnern über den Himmel. Ich genieße es, dass mich die Vögel in eine große innere Ruhe zwitschern. Dass der rauschende Wind einen Klangteppich um mich legt, der mich vor allen negativen Gedanken bewahrt. Ein Zitronenfalter, der schwingt sich auf, mein Blick, der folgt ihm, und schon wird mein Denken bunter. Unter freiem Himmel, da befreien sich meine Gedanken aus dem üblichen Denkkorsett und die fliegen bis zum Horizont. Ich kann bis zum Himmel denken und träumen, und ich bin mit der Erde verwurzelt wie der älteste Baum. Ich fühle mich behütet in der Natur. Der Boden trägt mich, der Himmel beschützt mich. Ich fühle mich als ein Teil des ewigen Lebens. Ich ergebe Sinn, weil ich bin, wie die Ameise, wie der Käfer, wie das Reh, wie das Wildschwein, wie der Waschbär, der gerade vor mir ins Gebüsch huscht. Die Natur in Schweden, die ist überwältigend. Es gibt, halten Sie sich fest, 96.000 Seen, 222.000 Inseln und 3.200 Kilometer Meeresküste. Wenn ich vorhätte, jeden Tag einen neuen See anzuschauen, dann bräuchte ich 263 Jahre, bis ich den letzten der 96.000 Seen gesehen hätte. Ist das nicht großartig, diese Fülle der Natur? In Deutschland empfinde ich das umgekehrt. Oft habe ich das Gefühl, dass jeder kleine Wald sofort als Naherholungsgebiet niedergetrampelt wird, weil Horden von Menschen über ihn herfallen. Dort, wo sich alle erholen wollen, da ist keine Erholung mehr möglich. Diese Überdosis Mensch, die vertrage ich persönlich nur schlecht. Ich kenne in Norddeutschland stadtnahe Seen, die zur Partymeile verkommen sind. Dort hörst du abends keine Grillen mehr zirpen, sondern nur noch die Bässe hämmern. Dort siehst du morgens mehr Bierdosen als Libellen, mehr Schnapsleichen als Schwäne. Der deutsche Ballermann, der nietet die Natur um. In Schweden wohnen 26 Menschen auf einen Quadratkilometer. In Deutschland sind es fast zehnmal so viele. Und weil ich so gern meine Ruhe genieße, so sehr unberührte Natur lebe, deshalb fühle ich mich in Schweden pudelwohl. Und nun bin ich bei einer zweiten Sache, die ich in Schweden sehr, sehr genieße, ehe ich auf die eine Sache komme, die mich dann doch geschockt hat. Ich genieße es, dass die Menschen hier in Schweden viel zurückhaltender und freundlicher als in Deutschland sind. Zum Beispiel saß ich an einem heißen Sommertag an einem einsamen Fluss in Mittelschweden, sah dem sprudelnden Wasser hinterher, das da von oben runterschoss, und ich genoss die angenehme Kühle, die der Fluss in die Luft ausströmte. Der Schatten eines Baumes lag über mir wie die schützende Hand eines Riesen, und so träumte ich vor mich hin. Doch knackende Äste am anderen Ufer, die ließen mich aufblicken. Ein Angler kam den Fluss hinabgelaufen, winkte mir kurz zu, lächelte und lief weiter.
In Deutschland wäre es höchstwahrscheinlich zu einem oberflächlichen Smalltalk gekommen. Wir hätten uns versichert, was es doch für ein schöner Tag, für ein schöner Ort sei und wie einsam. Doch dieser Schwede, der hatte all das gesagt, ohne ein Wort zu sagen. Sein Nicken, sein Lächeln, seine freundliche Zurückhaltung, die waren bei mir angekommen als: Ich möchte den Zauber dieses Moments durch kein Wort stören, denn ich genieße ihn genauso wie du. Und ähnlich freundlich und auch zurückhaltend erlebe ich in Schweden die Nachbarn. Die Menschen, die sind ansprechbar, wenn ich auf sie zugehe. Sie sind hilfsbereit, wenn ich nach Hilfe frage. Aber sie drängen sich nicht auf und sie mischen sich nicht ein. Mit dem räumlichen Abstand zwischen den Nachbarn, zwischen den Menschen, da scheint die Autonomie zu wachsen. Nie war ich mit Neugier, nie mit Tratsch konfrontiert. Schwedische Nachbarn, die fallen nicht einfach mit der Tür ins Haus, sondern die kommen, wenn sie überhaupt kommen, nur nach Ankündigung vorbei. Zum Beispiel gab es bei meiner Auszeit letztes Jahr in Schweden eine Nachbarin, die hielt Hühner und die hat mir frische Eier angeboten. Aber statt mit den Eiern jeden Tag vorbeizukommen und mich womöglich zu stören, stellte sie die Eier an einem Ort ab, an dem ich jeden Tag vorbeiging. Das war eine gute Lösung, dort hinterließ ich auch das Geld. Beide hatten wir unsere Ruhe. Als introvertierter Mensch mag ich das sehr, innerlich mit anderen Menschen verbunden zu sein, aber nicht mit äußerlicher Aufdringlichkeit kämpfen zu müssen. Diese Mentalität der freundlichen Zurückhaltung, die genieße ich sehr hier in Schweden. Und jetzt noch ein dritter und für Sie vielleicht sehr überraschend positiver Punkt, ehe ich dann gleich auf einen kaum bekannten Nachteil Schwedens zu sprechen komme. Die Schweden, die schenken einander einen sehr großen Vorschuss an Vertrauen und die Gesellschaft insgesamt, die löst dieses Versprechen ein. Das geht los mit den Briefkästen in Schweden. Während es in Deutschland fast nur abschließbare Briefkästen gibt, kennen die Schweden das gar nicht. Jeder Briefkasten, der verfügt nur über eine Klappe und nicht über ein Schloss. Und theoretisch ließe sich die ganze Post natürlich klauen, aber niemand klaut sie. Und die Briefkästen, die hängen nicht an den Häusern direkt, sondern die hängen an der Straße. Oft sind es mehrere Briefkästen nebeneinander und damit haben die Postboten weniger Arbeit. Auch das ist ein kleines Zeichen der Solidarität. Und dieses Frühjahr, da konnte ich es kaum glauben, als ich zum ersten Mal an einen See meines schwedischen Angelvereins kam. Stellen Sie sich vor, dort liegen 5 hochwertige Ruderboote am Ufer. Der Hafen des kleinen Sees, der befindet sich direkt neben einem Waldparkplatz. Und jetzt raten Sie mal, wie die Boote gesichert sind. Gar nicht. In jedem Boot, da liegen die Ruder. Alles, was man tun muss, ist ein Tau mit einem Knoten lösen und schon kann man losrudern. Jeder könnte losrudern, auch ein Unbefugter. Und jeder könnte diese Boote, die circa pro Stück 1500 Euro wert sind, aus dem Wasser nehmen und als Diebesgut mit einem Transporter oder einem Anhänger wegfahren. Aber offenbar geht das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gut. Also die Schweden, die schenken einander Vertrauen und Vertrauen wird belohnt. Zum Vergleich. In Mecklenburg, da hatte ich ein Ruderboot an einem kleinen See liegen. Mehrfach wurden mir Seile an diesem Boot abgeschnitten und geklaut. Mehrfach wurde das ganze Boot beschädigt. Und vorletztes Frühjahr, da war es dann endlich geklaut, jemand hatte mein Schloss geknackt. Ich legte im Sommer ein neues Boot hin und im Herbst, da war es schon wieder demoliert, jemand hatte nämlich die Ruderbank rausgesägt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Schweden ein Land ohne Kriminalität ist, ein Land, in dem alles gut ist, schon gar nicht in den Großstädten. Aber auf dem Land, da gibt es wirklich viele Häuser, deren Türen abends nicht abgeschlossen werden, viele Fahrräder, die einfach vor dem Haus stehen. Und es geht einfach gut, weil das gegenseitige Vertrauen in dieser Gesellschaft wirkungsvoller ist als übertriebene Sicherung des Eigentums, die ja immer auch auf das Misstrauen untereinander hinweist und dieses damit noch verstärken kann. Und noch ein vierter Punkt, den ich an Schweden loben möchte, auch wenn es mich zunächst sehr verblüfft hat. Als ich das erste Mal zum Friseur ging, da habe ich damit gerechnet, wie in Deutschland so 20 bis 25 Euro zahlen zu müssen. Und zu meiner Verblüffung belief sich die Rechnung für einen ganz einfachen Herrenschnitt dann auf umgerechnet 55 Euro. Erst habe ich gedacht, oh Mann, ist das teuer. Aber dann kam ich auf die Idee, die Gehälter der Friseure in Schweden zu recherchieren. Und sieh da, ein Friseur in Schweden, der verdient etwa 28.000 Euro im Jahr. Das sind rund 25% mehr als in Deutschland.
Ich finde, wer als Friseurin, Erzieherin oder in einem anderen Dienstleistungsberuf arbeitet, der muss dafür von der Gesellschaft auch anständig bezahlt werden. In Deutschland ist das nicht der Fall. Wir beklagen den größten Niedriglohnsektor Europas. Menschen in anständigen Berufen, die werden ausgebeutet. Da gefällt es mir deutlich besser, dass solche Berufe in Schweden fair bezahlt werden. Und dafür bin ich dann gerne bereit, tiefer in meine Tasche zu greifen. Ich möchte, dass auch Friseure und Krankenschwestern, auch Arzthelferinnen und Erzieher, Fabrikarbeiter und Näherinnen und Serviererinnen ein würdiges Leben von ihrem Gehalt finanzieren können. Denn wie reich ein Land ist, das erkennt man nicht an den höchsten Gehältern an der Spitze, sondern das erkennt man an den niedrigsten Gehältern. Ich finde es toll, dass der Niedriglohnsektor in Schweden nur die Ausnahme ist, anders als bei uns in Deutschland. Mittlerweile gebe ich auch in Schweden beim Friseur trotz des höheren Preises noch ein ordentliches Trinkgeld obendrauf, obwohl Schweden, müssen Sie wissen, Trinkgelder nicht gewohnt sind. Und jetzt noch ein fünfter Pluspunkt, ein letzter Pluspunkt, ehe ich auf die eine Sache komme, die mich in Schweden doch ziemlich umgehauen hat. Ich finde es fantastisch, dass alle Schweden ein richtig gutes Englisch sprechen, ob jung oder alt. Ob an der Tankstelle oder im Kino, im Fahrradgeschäft oder in der Autowerkstatt, nahezu jeder Schwede, der spricht Englisch auf einem Niveau, wie man es in Deutschland nur selten hört. Das liegt daran, dass die Schweden im Fernsehen und Kino sehr viele Filme mit englischem Originalton und schwedischen Untertiteln schauen. Und so wachsen die Kinder in Schweden sozusagen zweisprachig auf und sie lernen Englisch, ohne dass sie es absichtlich tun. Es passiert nebenbei. Vielleicht kann sich Deutschland hier mal eine dicke Scheibe abschneiden und die Glotze nicht nur zur Verdummung, sondern ausnahmsweise zur Bildung der Menschen nutzen. Und jetzt sage ich Ihnen, was mir an Schweden weniger gefällt. Bitte verstehen Sie das, was ich jetzt nenne, nicht als Kritik an den Schweden. Ich bin Gast in diesem Land und ich respektiere die Regeln, die sich mein Gastgeberland aufgestellt hat. Und ich erhebe keine Forderungen, aber ich äußere meine Gedanken. Denn ich finde es gefährlich, was die Schweden mit Blick auf die Datentransparenz praktizieren. Ich fange mit einem relativ harmlosen Beispiel an und dann kommt etwas Härteres. Neulich wollte ich mir ein Eis kaufen in einer schwedischen Kleinstadt. Ich war mit dem Fahrrad ohne Portemonnaie unterwegs, hatte aber ein paar hundert Kronen in der Tasche, das ist die örtliche Währung. Also stellte ich mich in einer langen Schlange vor einer Eisdiele an. Aber kurz bevor ich dann endlich an der Reihe gewesen wäre, mein Mund, der war schon ganz wässrig, da entdeckte ich ein Schild an dem Stand: Wir nehmen kein Bargeld an, Zahlung nur mit Karte möglich. Das ist in Schweden oft so, sogar bei Kleinstbeträgen. Man wird dazu gezwungen, mit der Scheckkarte zu bezahlen. Ich halte die Abschaffung des Bargelds für ganz gefährlich, weil die Kartenzahlung dazu führt, dass jeder von uns ein offenes Buch wird, das sich alle unsere Wege, alle unsere Vorlieben, alle unsere Gewohnheiten an der Datenspur der Zahlungen ablesen lassen. Wenn diese Daten in die falschen Hände geraten, dann gute Nacht. Ich würde mir wünschen, in Schweden frei zwischen der Barzahlung und der Kartenzahlung wählen zu können. Aber einen zweiten Punkt, den finde ich noch viel gravierender. In Schweden wird das Einkommen eines jeden Bürgers des Landes veröffentlicht. Man kann im Internet einfach nachschauen, was zum Beispiel der Nachbar verdient, wer der einkommensstärkste Mensch einer Stadt ist oder wer nur ein armer Schlucker ist. Ich bin zwar ein Freund von Transparenz in den Betrieben, aber das empfinde ich als Enthüllung. Ich möchte nicht, dass sich ein Mensch mit kleinem Einkommen gedemütigt fühlt vor den Augen aller, weil jeder wissen kann, von wie wenig Geld er lebt. Und ich möchte auch nicht, dass ein Mensch, der richtig gut Geld verdient, dass der Neid auf sich zieht oder gar ins Fadenkreuz von Einbrechern oder Entführern rückt. Ich finde, es gibt Daten, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind und das Einkommen, das gehört nach meinem Gefühl dazu. Zumal ich den Eindruck habe, dass viele der zurückhaltenden Schweden selbst mit dieser Regelung nicht besonders glücklich sind. Das also, das ist mein Denkanstoß an die Schweden. Überlegt mal, ob ihr mit der Datentransparenz nicht schon übers Ziel hinausgeschossen seid. Ansonsten finde ich euer Land wunderbar und euch finde ich auch wunderbar. Und sobald dieses Video fertig ist, werde ich mich auf den Weg machen, um wieder einen neuen der 96.000 Seen zu entdecken, damit ich es in 263 Jahren auch wirklich geschafft habe.
Schauen Sie jetzt unbedingt noch mein Video, in dem ich erkläre, wie ich meinen Schwedentraum wahrgemacht habe und was Sie daraus für sich lernen können. Ein ganz, ganz spannendes Video. Wir blenden es gleich noch ein und Sie können es auch hier in der Infobox anklicken. Und jetzt noch eine persönliche Frage an Sie. Geben Sie manchmal zu schnell auf? Leben Sie zu ziellos? Steckt mehr in Ihnen, als Sie es bislang zeigen können? Ich helfe Ihnen und ich begleite Sie 14 Tage kostenlos. Wie Sie davon profitieren können, und zwar dauerhaft, das verrate ich Ihnen jetzt. Wollten Sie Ihr Leben öfter schon verändern, gesünder leben, erfolgreicher leben, glücklicher leben? Aber dann sind Sie doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Meine 365-Tage-Challenge wird Sie garantiert zu Ihren wichtigsten Zielen führen. Ich begleite Sie jeden Tag des Jahres, 365 Mal. Das sagen bisherige Teilnehmer, hier ein Ingenieur. Ich war verblüfft, als mein Chef mich gerade für eine Beförderung vorschlug. Er meinte, ich wirkte wie befreit und arbeite effektiver. Ich bin mir sicher, das liegt an Ihrer Challenge. Sie hat mich jeden Morgen daran erinnert, was ich im Job und im Leben will. Ganz herzlichen Dank dafür. Oder diese Teilnehmerin schreibt: In den letzten Jahren hatte ich Stress und habe ungesund gelebt. Ich machte kaum Sport und ich aß ungesund. Doch seit ich jeden Morgen mit einem Ihrer Impulse starte, lebe und esse ich bewusster. Ich mache wieder Sport und ich mag mich selber mehr. Das ist ein tolles Gefühl. Danke dafür. Oder hier noch ein älterer Mensch, der teilnimmt. Erst dachte ich, ich bin doch schon zu alt, um noch was zu verändern. Aber jetzt merke ich, wie gut mir diese Challenge tut. So habe ich den Kontakt zu einer Nervensäge abgebrochen und dafür ist ein neuer, ein wunderbarer Mensch in mein Leben getreten. Es ist großartig, lieber Herr Werle, dass Ihre Impulse mein Leben so positiv verändert haben. Testen Sie meine 365-Tage-Challenge jetzt. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, danach gilt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Es braucht keine Begründung, Mail genügt. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wirklich von dem Kurs begeistert sind. Klicken Sie jetzt den Link auf dem Bildschirm oder unter diesem Video. Machen Sie mehr aus Ihrem Leben. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Werle.